Original Neandertaler aus Bad Wurz. Unser Vater muss auch mit. Genau. Und du musst das jetzt übergießen. Also nicht mich, sondern der Helfer. Ja, ja, geh ich mal ein bisschen zur Seite. Sonst kommt wieder Essen nach Hause und riecht nach Bier. Ja, das ist so. Das schöne Bier. So, getaucht. Produktpraiseman, nein, nein. So. Ja, echt stark. 6 Monate hast du gebraucht. 6 Monate. Versprochen und eingehalten. Sehr schön. Wunderbar. Ganz kurz. Am Anfang war ja die Rostbratwurst und das Bier, um dafür zu sammeln. Da er ja jetzt alles fertig gesammelt hat und nichts mehr finanziert werden muss, darf jetzt jeder einfach so zugreifen. Die ist heute Also gut, ein zweites Frühstück, wer möchte, ne? Genau. Oder das erste, die linke vielleicht. Kommt ja noch. Wie möchte ich sein, ne? Oh, da ist er ja wieder. Lange nicht gesehen. Irgendwas tun, vielleicht mit dem Bein hochkrempeln oder so. Bitte? Lieber Landrat, lieber Thomas, Herr Schwab-Bachmann ist hier, Herr Kamm-Schulz ist hier. Sie hören vielleicht an meiner Stimme, die ist sowieso etwas angeschlagen. Aber eigentlich ist dieser Hauptmetador heute hier Ralf Buchholz. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass er wieder was auf den Weg gebracht hat, was eben auch die Erkrater zusammenführt. Wir haben uns jetzt ungefähr vor 6 Jahren kennengelernt. Und er setzt doch ein deutliches Zeichen mit seiner Neanderart-Gruppe, dass Erkrat was zu bieten hat. Und dass er immer wieder, und das seit Jahren, versucht, über Kunst, Kultur Menschen zusammenzuführen und zusammenzubringen. Und dass so viele Erkrater sich auch mit 1-Euro-Spenden beteiligt haben, um dieses Kunstwerk dann hier zu schaffen. Das, finde ich, ist ein gutes Zeichen, dass wir in Erkrat jetzt vernünftige Weichen stellen und dass gerade auch Kultur die Menschen miteinander verbindet. Herr Buchholz, am Anfang waren Sie eine kleine Truppe. Mittlerweile sind Sie 41, die Leute, die dabei sind. Und dass wir hier diese Überreste gefunden haben und unser Neandertal dadurch eine Aufwertung bekommt. Ich sag mal, der Landrat ist ja auch mit mir immer einer Meinung gewesen, dass das unser Marketingzeichen sein kann. Hier unser Neandertal. Und deswegen freue ich mich auch, dass unser Pate hier ist, der natürlich mit seinem Bier und seiner ganzen Idee auch der geeignete Pate ist für dieses ganze Projekt. Herr Buchholz wird gleich noch ein bisschen was sagen, warum es genau zu diesem Kunstwerk gekommen ist. Ich freue mich einfach, dass wir diesen Bürgeraktionstag heute nutzen, um uns hier zu treffen, um hier auch zu sagen, hier beginnt das Neandertal. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und wenn Sie nochmal so eine Idee von ihm haben, unterstützen Sie ihn, weil er schafft es wirklich, Erkrath bekannt zu machen und unsere Region. In diesem Sinne, Herr Buchholz, meine Verehrung als Abgeordnete. Machen Sie bitte weiter so, und wo ich Sie unterstützen kann. Und es waren ja auch einige Sponsoren hier, Erkrath Initial zum Beispiel, dann die Kreissparkasse Düsseldorf ist dabei, Herr Handken ist dabei. Die darf man nicht vergessen, sonst wäre das nicht hier möglich gewesen. Und daran arbeiten wir. Und ich habe jetzt schon gehört, die nächsten Projekte sind in Planung. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden uns dann am Neandersteig bei einer vielleicht, ne? Ein Neanderlandsteig. Name, ne? Ja, er ist ja ganz genau. Nein, aber dass wir das mit Kunstwerken noch vielleicht ausgestalten können, ich finde, das ist ein Markenzeichen für unsere Region. Und ich freue mich darauf, dass wir jetzt alle uns damit identifizieren können. Es war ja keine einfache Geburt. Jetzt haben wir die entsprechenden Prospekte. Es wächst, genau. Und wir halten alle an einem, ziehen an einem Strang und dann wird das auch in Zukunft laufen. In diesem Sinne, guten Appetit wünsche ich, ne, mit dem entsprechenden Würstchen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tragen Sie diese Idee bitte weiter, auch bei Freunden, die heute nicht hier waren, dass Sie definitiv was verpasst haben. Vielen Dank. Eigentlich das ganz Wesentliche gesagt. Herzlichen Dank für diese Initiative. Da haben sich ja viele Leute gewundert, warum wir was im Tourismus machen.
habe das heute Morgen schon mal erklärt. Das ist erstens ein Wirtschaftsfaktor und zweitens haben wir eine schöne Heimat. Das ist was ganz Wesentliches und da können wir eigentlich stolz drauf sein. Und die wird natürlich umso schöner, umso mehr Bürger und Bürgerinnen sich engagieren. Und das genau passiert hier heute Morgen. Das heißt, wir können nicht so oben schweben und sagen, wir machen Neanderland und machen Marketing und Tourismus, wenn es sich von den Menschen getragen wird. Aber das, Herr Buchholz, zeigt diese Aktion heute, zeigt der ganze Bürgeraktionstag, wir haben ja heute schon mehrere Stationen hinter uns, wie die Menschen dahinter stehen. Und das ist eigentlich das, was einem dann auch ja, die Berechtigung gibt, sowas zu machen. Wenn das nur so von uns als wilde Idee wäre, wäre das also irgendwo aufgefropft und dann würde es auch nicht leben. Aber hier sehen wir, es lebt und dafür nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Engagement. Wir brauchen Unterstützer, weil wenn man sowas natürlich, wir waren jetzt in Utrecht auf der Reisbörse, wir waren in Berlin auf der ITW mit dem Neanderland, so, das erweckt natürlich auch Erwartungen. Und wenn dann da nichts hintersteht, ne? Und wenn man nicht den Menschen was zeigen kann, wo sie hingehen können oder was sehen können, dann bricht das in sich zusammen. Das müssen wir natürlich verhindern. Solche Dinge, dass wir Kunst, Kultur, das Wandern, das Neandertal-Museum haben, ganz fantastisch. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist eine Rieseninitiative und wir fühlen uns da auch wirklich ermutigt, wenn das so bei den Menschen getragen wird. Und das haben Sie heute wieder bewiesen. Danke, Herr Buchholz. Ja, last not least habe ich gedacht, noch ein paar Worte von meiner Seite. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erkrath, sehr geehrte Frau Neul, sehr geehrter Herr Händele, sehr geehrter Herr Bürgermeister Arno Werner. Wir sind hier heute zusammengetroffen, um ein Stück Erkrather Geschichte einzuweihen. Denn 1856 wurden hier die menschlichen Überreste des ersten Menschen, auch Neandertalers, genannt. Wir, die Kunstvereinigung Neander Art Group, haben uns vor 6 Jahren zur Aufgabe gemacht, uns in Sachen Kunst und Kultur etwas mehr hier in der Region zu bewegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von einer anfänglichen Idee, die ich hatte, sind wir, wie eben schon gesagt, eine sehr große Gruppe von Kreativen geworden. Insgesamt 41 Künstler, und zwar querbeet, nicht nur aus dem Kreis Mettmann, wohl aus Hösel bis runter nach Langenfeld, kreativ dabei zu sein. Nein, uns schließen sich mittlerweile auch Künstler aus Düsseldorf an und auch Künstler aus Köln. Und wir sind eine so tolerante Gruppe, dass wir das auch zulassen. Denn natürlich ist unser schönes Neanderland für jeden kreativen Kopf sehr, sehr dankbar. Wir hätten das Denkmal nicht machen können, wenn wir nicht als allererstes unseren Projektpartner Dirk Hanten dabei gehabt hätten. Der Landmetzger mit einem Herz für Erkrath, mit einem Pullover und den Koordinaten des Grundortes, mit einem Bier, was schon der Neandertaler hätte trinken können. Also erstmal vielen Dank, denn er war die Quelle überhaupt dessen, dass wir überhaupt mit dem Projekt angefangen haben. Dann möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei Frank Hanke von der Bauschlosserei hier in Erkrath, der das gesamte Projekt über bewacht hat. Also der es im Prinzip von der Zeichnung umgesetzt hat in eine DTX-Datei, womit dann die Firma AquaCAD aus Solingen letztendlich dieses Denkmal ausschneiden konnte. Last not least, vielen, vielen herzlichen Dank auch an die Firma Sunbau hier aus Erkrath, die wir auf den letzten Drücker gewinnen konnten, uns am Mittwoch dieses Fundament zu gießen. Denn hätte ich das Fundament gegossen, denke ich mal, hätten wir uns heute hier hinlegen müssen. Das hätte nicht besonders viel gebracht. Also auch das super toll und ich finde das ganz klasse, dass Sie das unterstützt haben und zwar ohne irgendeinen finanziellen Aufwand. Bedanken möchte ich mich bei über 200 Erkrather Bürgern, die wirklich ganz obligatorisch einen einzigen Euro gespendet haben, um dieses Denkmal zu realisieren. Die Künstlergruppe selber hat natürlich logischerweise ihren Euro auch dazu beigetragen, das ist ganz klar. Ja, und last not least möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken dafür, dass wir sie hinstellen durften beim Tiefbauamt, beim Denkmalamt des Kreises Mettmann. Und ich möchte mich bedanken bei allen 41 Mitgliedern der Neander Art Group, denn wenn ich die Truppe nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich wieder im stillen Kämmerlein malen. Aber unser Zusammenhalt und unsere Gemeinschaft und unsere Lust, mehr hier im Kreis in Sachen Kunst zu tun, die ist mittlerweile sehr, sehr groß, macht Spaß und motiviert für die Zukunft. Vielen Dank.
Alles klar, okay. Einmal dann noch hier hingucken. Hallo, Herr Buchholz, guck in die Ecke gucken. Da bekomme ich das, was ich gerne mache. Danke. Das ist ein Neurer. 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 Das ist